anwesend. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem vierten Lichtenberger Dialog unter dem Thema in diesem Jahr Demokratie in Gefahr, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich will das Thema jetzt nicht erklären, weil ich denke, die, die hier sind, können sich selbst erklären. Und die, die nicht hier sind, die brauche ich auch gerade nicht erklären. Also, das erklärt sich, denke ich, von selbst. Zunächst möchte ich Ihnen den Moderator unseres Abends vorstellen, Herr Dr. Hans Heimendahl. Und heutzutage ist es ja so, dass man im Internet nachguckt, was ist es für einer ungefähr. Und da steht wirklich was drin. Da steht, Hans-Dieter Heimendahl ist ein deutscher Journalist. Das ist natürlich ein bisschen lustig. Und deshalb darf man uns sagen, nicht zufrieden geben. Er hat Germanistik und Philosophie studiert in Berlin und New York, promoviert und eine Arbeit über Thomas Mann. Arbeitete als freier Journalist für verschiedene Zeitungen und Rundfunkanstalten, hat ein Volontariat gemacht beim SFB und ein großer zeitlicher Sprung 2016 Programmleiter von Deutschlandfunk Kultur. Und seit 2020 ist er Kulturkoordinator für Deutschlandradio. Auch das wird erklärt, was es ist. Er soll die Position des Deutschlandradios stärker als nationale Kulturinstitution verankern und Partnerschaften mit anderen Institutionen voranbringen. Und deshalb ist er sehr viel unterwegs und kennt sich in der kulturellen Szene sehr gut aus. Eine spannende Aufgabe, treffen immer andere Leute. Wir sind jedenfalls dankbar, dass Herr Dr. Heimendahl, das ist ja nicht zum ersten Mal, macht hier. Er war 2018 schon hier, da hatten wir den 200. Geburtstag von Karl Marx. Und da war eingeladen Bodo Ramelow und sie haben ihn interviewt. Und dann, ich erinnere mich noch, das war unheimlich heiß, wir haben 30 Grad hier drin. Und dann, ein Jahr später, in der Runde mit dem Journalisten Albrecht von Lucke zum Thema Europa und Grenzen überwinden. Herzlich willkommen, Dr. Heimendahl. Vielen, vielen Dank für den freundlichen Empfang und die freundliche Begrüßung. Ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön. Mich verbindet unter anderem, dass wir beide Germanistik studiert haben, mit dem eigentlichen Gast, in dem Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Wolfgang Käse. Schön, dass Sie da sind. Ich dachte mir, ich stelle Sie ein bisschen gründlicher vor. Zwar werden alle Sie gut kennen und wissen natürlich auch einiges darüber, was Sie so gemacht haben. Immerhin waren Sie der dritte Mann im Staate für Wenn Sie schon so formell sind, dann müssen Sie mich schon zweiten Mann im Staat nennen. Der Bundestagspräsident ist, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, dann muss ich das auch so machen, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie und da ist der Bundestagspräsident der zweite Mann im Staat nach dem Bundespräsidenten. Sehr gut, dann können wir das endlich mal klären. Ich habe gelernt als Journalist, da lernt man so ein paar protokollarische Sachen, nicht viel, aber dass der zweite Mann im Staat der Bundesratspräsident sei und der Bundestagspräsident die Nummer drei. Nein. Ist nicht so. Nein, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Sehr gut. Herr Thierse, habe ich wieder gelernt. Dankeschön. Ja, wir sind, ich freue mich sehr, hier wieder beim Lichtenberger Dialog zu sein. Der Kirchenkreis heißt jetzt anders, aber ich habe den Dialog trotzdem wiedererkannt. Demokratie in Gefahr, wir sind eigentlich der zweite Teil dieser Veranstaltung. Die erste Veranstaltung vor zwei Wochen, die sich mit Walter Rathenau beschäftigt. Ganz so weit zurück wird unser historischer Atem wahrscheinlich nicht gehen, aber die eine oder andere Rückschau werden wir uns sicher erlauben. Ja, Wolfgang Thierse hat auch Germanistik studiert, wie ich, auch in Berlin. Ist in Breslau geboren, sind im Eisfeld aufgewachsen, haben Germanistik und Kulturwissenschaft studiert an der Humboldt-Uni, dann später am Zentralinstitut für Literaturgeschichte an der Akademie der Wissenschaften gearbeitet, sind im Oktober 1989 dann ins neue Forum gegangen oder haben da mitgearbeitet und im Januar 1990 in die SPD eingetreten, die damals noch keine gemeinsame Partei war. Und dann haben Sie lange im Bundestag gesessen, eben ab 1998
auch als Bundestagspräsident bis 2005 und dann weiterhin als Bundestagsvizepräsident bis 2013. Das ist wirklich eine lange Strecke. 4 Legislaturen, wenn ich richtig das im Kopf überschlage. Ja, eine Rechenaufgabe. Ja, sehr gut. Und leben auf dem Prenzlauer Berg seitdem. Schon das hört sich immer so komisch an, nicht? Auf dem Prenzlauer Berg, als Ostberliner sagt man in Prenzlauer Berg. Tatsächlich. Ja, okay. Das ist ein feiner Unterschied. Ja. Man erkennt darin nur schon, dass es ein Wessi ist, der so redet. Muss ich zugeben, das habe ich über mein germanistisches Gewissen nicht gebracht, in den Berg zu gehen. Ja, das schien mir irgendwie eine Bergarbeiterangelegenheit zu sein, aber... Weil der Berg auch nicht so hoch ist. Auch das nehme ich jetzt mal mit. Auf den Berg. Genau. Auf den Berg, ja. Eigentlich ein schönes Bild. Ne? Aber, ja, Demokratie in Gefahr ist die Überschrift, die uns heute zusammengeführt hat. Und jemand, der ihren Horizont und ihren Überblick hat, dem kann man diese Frage natürlich gleich direkt zuwerfen. Haben Sie den Eindruck, dass unsere Demokratie wirklich in Gefahr ist? Also es gibt ein paar Beobachtungen, die von beunruhigender Qualität sind. Obwohl ich nicht schwarz malen will. Aber wir leben doch in einer Zeit, die gekennzeichnet ist durch die Gleichzeitigkeit verschiedener, dramatischster Veränderungen. Ich nenne nur die Stichworte, weil ich ja keinen Vortrag halten will. Die ökologische Herausforderung. Wir müssen unsere Art zu produzieren und zu konsumieren und zu leben radikal ändern, um des Überlebens dieses Globus willen. Wir erleben immer wieder neue Flüchtlingsströme, Flüchtlingszuwanderung. Wir stehen vor der Herausforderung, eine digitale Transformation, also nochmal eine Art technische Revolution zu bewältigen. Wir haben zu tun mit einem Krieg. Zum ersten Mal hat seit 1945 ein großes Land sein Nachbarland überfallen. Ein Aggressionskrieg mit all den Folgen und so weiter. Ich will gar nicht aufzählen. Was das bewirkt, ist doch etwas, was unsere Lebensgrundlagen verändert und wohl auch die Grundlagen der Demokratie. Was war die Erfolgsgeschichte, jetzt sage ich zunächst mal, der bundesdeutschen Demokratie, deren Teil wir aus Deutschland auch geworden sind? Was war die Grundlage nach 1945? Ziemlich stabiles wirtschaftliches Wachstum und damit Wohlstandsmehrung. Und auf dieser Basis konnten alle Verteilungskonflikte moderiert werden. Diese Grundlage ist vorbei. Man kann es noch drastischer sagen. Das Wirtschaftsmodell der Bundesrepublik Deutschland, das ist ja auch eine Volksgeschichte, hatte ein paar einfache Voraussetzungen. Erstens, für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland waren irgendwie die Amerikaner zuständig und sie hatten die finanzielle Hauptlast aufzutragen. Die billige Energie bekamen wir aus Russland und unsere Produkte haben wir abgesetzt in China. Große Exportnation. Auch das ist vorbei. Also das, was sozusagen, wenn man so will, die existenzielle Grundlage dieser stabilen Demokratie war, wirtschaftliches Wachstum, Wohlstandsmehrung, all diese Selbstverständlichkeit, das ist vorbei. Und das hat mit dem Krieg zu tun und seinen Folgen, aber es hat vor allem auch mit der viel grundlegenderen Herausforderung zu tun, der ökologischen Transformation. Und jetzt wird sich erweisen, und erweisen müssen, ob unsere Demokratie eine Schönwetterdemokratie ist, gewesen ist. Denn was jetzt verlangt wird, wir erleben den Ärger ja schon, was jetzt verlangt wird, ist ja sozusagen auch eine Umstellung unseres Lebens, unserer Ansprüche, die selbstverständlich geworden sind. Ansprüche
Wohlstandsniveau, Ansprüche an die Politik, die es richten soll, dass das alles so gut weitergeht. Aber es gibt keine Regierung, keine Politik, die angesichts der vielfältigen gegenwärtigen Probleme, Konflikte, Krisen alles gleichermaßen erfolgreich und so schnell wie die ungeduldigen Menschen es verlangen, bewältigen und lösen kann. Und das ist ein Zustand einer, wenn ich es nett sage, einer ziemlich heftigen Ungeduld, Unzufriedenheit, der Sehnsucht bei vielen Menschen nach den schnellen, einfachen Lösungen. Das ist die Stunde der Populisten. Und wenn ich von Ungeduld rede, ich höre gleich auf, ich will das nur noch sagen, wenn ich das richtig sehe, wir erleben das ja, ich nehme mal die alten Worte links und rechts, die haben so Hilfsordnungsbegriffe. Wir erleben diese Ungeduld einerseits bei den jungen Leuten. Fridays for Future, letzte Generation, Extinction Rebellion. Denen geht es, das kann man verstehen, alles zu langsam. Diese langsame Demokratie, die nicht zu Potte kommt. Das ist eine Art apokalyptischen Denken. Das letzte Generation heißt, nach uns ist Sintflut. Auf der einen Seite die dramatische Ungeduld und Unzufriedenheit mit der Demokratie. Und auf der anderen Seite ganz viele Menschen, die tief verunsichert sind durch die dramatischen Veränderungen, die sie betrifft. Angst vor Wohlstandsverlust, vor Armut, vor Verlust der Sicherheit. Und das steigert die Ansprüche an die Politik, dass sie alles das ganz schnell lösen soll. Aber, letzter Satz dieser, weil Sie so grundsätzlich gefragt haben, ich habe immer pathetisch, und es fällt mir zunehmend schwer, aber ich mache es trotzdem, ich habe immer die Langsamkeit der Demokratie gelobt und verteidigt. Denn nur wenn Demokratie langsam ist, gibt es die Chance, dass an ihren Entscheidungen und Meinungsbildungsprozessen alle die beteiligen können, die es wollen. Das verlangsamt Entscheidungsprozesse. Wenn möglichst viele ganz unterschiedliche Meinungen, Interessen, Gruppen sich beteiligen, das macht es nicht schnell. Ein Diktator kann schnell alleine entscheiden. Demokratie ist ihrer inneren Natur nach langsam. Und das strapaziert unsere Nerven in dramatischen Zeiten, die so viel Veränderungen mit sich bringen und wo die Erwartung von jungen Leuten oder von ganz vielen Ängstigen sagt, es muss doch alles ganz schnell gehen. Und dann diese langsame Demokratie, die Kompromisse suchen muss, Schritt für Schritt vorangehen, etc., etc. Das ist die große Herausforderung, in der wir gegenwärtig sind. Vielen Dank für diesen Überblick. Damit haben Sie so ungefähr zwei Drittel der Stichworte, die ich auf meinen Karten habe. Oh, das war nicht meine Absicht. Nee, es macht gar nichts. Und die gucken wir uns, wenn es Ihnen recht ist, gerne noch ein bisschen genauer an. Ich will mal zuallererst diesen Impuls der Ungeduld aufnehmen, beziehungsweise die Frage, ob die Demokratie in der Lage ist, Probleme von großer Komplexität oder großer Dringlichkeit angemessen zu lösen. Also die letzte Generation, die sich ja so nennt, weil sie der Meinung ist oder der Überzeugung ist, dass sie die letzte Generation ist, die noch was drehen kann an dem sozusagen klimatisch bedingten Untergang des Lebens, wie wir es kennen, stellt dieses eine Thema nach ganz vorne. Das ist sicher auch ein Thema, das ziemlich weit nach vorne gehört, da kann man sich schnell einigen, aber sie stellt es so weit nach vorne, dass alle anderen Themen, heißen sie nun Demokratie oder soziale Gerechtigkeit, dahinter deutlich zurückstehen müssen und kritisieren ja schon mehr oder weniger deutlich, dass die Demokratie viel zu langsam ist und auch viel zu stark auf Kompromisse setzt, die immer nicht das Problem ganz, sondern nur teilweise lösen. Was sagen Sie denn? Ja, ich habe das ja indirekt schon beantwortet. Ich bin sehr gespannt, ob die jungen Leute, die jetzt so sich engagieren, und das ist ja eben keine unpolitische Generation. Man kann nicht sagen, dass die jungen Leute weniger politisch sind. Es gibt viele unpolitische dabei, wie in allen Generationen, aber die sind ohne dramatisch politisiert. Und trotzdem muss man ihnen sagen, wie soll es anders gehen,
in einer Demokratie, als dass man immer neu den Versuch macht, Mehrheiten zu gewinnen für Entscheidungen. Gerade wenn diese Entscheidungen sehr grundsätzlich, sehr grundstürzend sein sollen. Es hilft doch auch nichts, wenn man sagt, die Regierung entscheidet da was. Das Problem der ökologischen Transformation, eines der Probleme besteht doch daran, dass sie nur funktioniert, wenn die Menschen es machen. Also, wenn sie zum Beispiel nur noch 130 oder nur noch 100 fahren. Nur ein kleines Beispiel. Oder wenn sie bereit sind, ihren Lebensstil wirklich umzustellen. Das ist nicht etwas, was nur auf Befehl von oben passiert. Sondern es geht darum, die Überzeugung von Menschen zu ändern und ihre Einstellung. Es ist doch eines unserer Hauptprobleme, müssen wir doch ehrlich zu uns sein, dass wir alle, oder jedenfalls, ich rede mal im Ton von wir, in diesem einknüppigen Zwiespalt leben. Wir folgen nicht 100% unseren Einsichten. Wir wissen doch, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen. Nicht weniger Auto fahren, weniger Fleisch essen, weniger Energie verbrauchen, unseren ökologischen Abdruck zu reduzieren und so weiter. Aber es gelingt immer nur ein bisschen. Die Umstellung des eigenen Lebens ist ein ziemlich mühseliger Vorgang. Und das erleben wir als Individuen, als einzelne Menschen. Und das gilt natürlich für die Gesellschaft insgesamt. Und deswegen finde ich, das würde ich jungen Leuten sagen, die Art und Weise, wie ihr protestiert, muss so sein, dass ihr nicht Leute gegen euch aufbringt, sondern dass sie euren dramatischen Einsichten, dramatisierenden Einsichten folgen können. Und deswegen hat mich, finde ich zum Beispiel, diese Protestaktion in Museen absolut kontraproduktiv, weil das die Leute nur ärgert. Und im, wie heißt der alte, ein alter Grundsatz politischer Moral, in den Mitteln muss der Zweck anwesend sein. Es muss in den Mitteln des Protestes sichtbar sein, worum es dabei geht. Also wenn die vor Parteizentralen oder noch besser vor den Zentren der großen Konzerne, der Energiekonzerne und andere, protestieren würden, dann wäre der Zusammenhang klar. Das war immer der Vorteil von Greenpeace. Erinnern Sie sich? Die sind zur Ölbohrinsel gegangen. Da ging's, wusste jeder, darum geht es. Wenn die in Museen protestieren, da geht es nur um Aufmerksamkeit. Also das würde ich Ihnen sagen, ihr müsst in der Art, wie ihr protestiert, viel genauer sein. Die Adressaten, die Adressierung muss genauer sein. Und dann bleibt es trotzdem, es wird nicht so schnell gehen, wie ihr wollt. Und damit ist man bei einem anderen Problem, das will ich nur berühren. Das klingt jetzt so abschätzig, wenn ich das sage. Also was mich ein bisschen erstaunt, obwohl ich es verstehen kann, ist, die extreme Wissenschaftsgläubigkeit dieser Protestierenden. Denn da heißt es immer, die Wissenschaft sagt. Und damit ist jede Diskussion zu Ende. Wenn die Wissenschaft etwas sagt und absolut gilt, dann ist Demokratie idiotisch. Das ist so, aber dann sind wir immer noch in der Situation, dass ganz viele Menschen mitreden wollen, mitentscheiden wollen, weil es alles sie ja selber betrifft. Ich würde gerne nochmal einen weiteren Schritt machen, weil mir das wichtig ist. Ich habe zu Hause einen Sohn, bei dem ich manchmal Sorge habe, dass er irgendwann ein Ökoterrorist wird. Der leidet unter dem, was er sich sozusagen als Verantwortung für die gesamte Welt auf die Schulter lädt. Ja, für die Entwicklung der Wirtschaft, für den hohen Energiekonsum. Und er rebelliert innerlich dagegen und sympathisiert mit allen, die sich irgendwo auf die Straße kleben oder Kartoffelmus auf Bilder werfen. Und wir haben dieses Gespräch, das Sie eben angedeutet haben, relativ oft, und ich werbe für Geduld mit politischen Prozessen, und er wirft mir noch relativ freundlich, aber das wird nicht mehr so bleiben auf die Dauer, dann entgegen, dass dieses darüber Gerede ja alles ganz schön ist, aber das tun wir ja schon seit Jahrzehnten und da kommt ja nichts bei raus, so geht es ja nicht weiter. Also am Ende hat es natürlich was zu tun mit der Priorisierung von Fragen, mit Geduld und natürlich auch mit der Wichtigkeit von Fragen. Sie haben das gesagt, Wissenschaftsgläubigkeit spielt da eine große Rolle. Auf jeden Fall ist das ja nicht die einzige Gruppe, die sich wünscht,
dass eine von, sagen wir mal, fast allen Fachleuten als richtig erkannte Maßnahme, Tempolimit wäre ja mal so ein Beispiel, es gibt ja eigentlich keinen denkenden Menschen, der sagen würde, Schnellfahren ist gut im Sinne von gesünder, besser, sicherer, sondern es hat mehr was damit zu tun, dass wir es gerne tun. Das ist doch erstaunlich, aber dass Sie sagen, es gibt keine denkenden Menschen. Es gibt eine ganze Partei, die FDP, die sagt, die verhindert bisher jeden Versuch eines Tempolimits. Es gibt eine ganze Partei und die ist gewählt, in demokratischen Wahlen gewählt worden. Also sie vertritt Interessen und Meinungen von Menschen in diesem Land. Ja, die da haben Sie mich natürlich gleich erwischt. Ja. Nein, es wäre ja nett, wenn es mit alle denkenden Menschen so denken täte. Aber es ist nicht so. Ich wollte einen Unterschied machen zwischen Umsetzbarkeiten in der Demokratie, die was zu tun haben mit einer Rücksicht auf Durchsetzbarkeit, auf eine Mehrheit, die der Meinung ist. Und ich vermute, dass in wenigen Jahren das Tempolimit kommen wird und eine Mehrheit der Bevölkerung damit dann auch einverstanden sein wird. Aber bis dahin haben wir ein paar Jahrzehnte gebraucht. Das ist für eine Demokratie vielleicht kein schlechter Prozess. Ja, also Ende der 80er wurden die Grünen gegründet. Das ist jetzt 40 Jahre her. Und jetzt sind ihre Themen angekommen oben auf der Agenda. Ja, auch bei den anderen Parteien. Für eine Demokratie würde ich sagen, kein schlechter Prozess. Für die sachlichen Dinge, die es zu lösen galt, war das wahrscheinlich zu langsam. Ja, mit Sicherheit war es zu langsam. Und ich bin auch dafür, dass es viel schneller geht. Dass bestimmte Entscheidungen schneller fallen. Aber man kann ja bestimmte Entscheidungsprozesse nicht vollständig aushebeln. Mehrheiten dafür zu gewinnen, die unvermeidlichen Lasten einer solchen Umstellung gerecht zu verteilen. Denn da gibt es, glaube ich, wenn ich es nochmal so dramatisch nennen darf, einen existenziellen politischen Zusammenhang. Solche Transformationen, solche Umstellungen werden nur gelingen, wenn die unvermeidlichen Lasten gerecht verteilt werden. Aber das ist eben offensichtlich eine ganz schwierige Operation. Gestern war zu lesen, das klingt jetzt sehr klassenkämpferisch, dass die Einkommen von Vorständen unserer Unternehmen im vergangenen Jahr nochmal explodiert sind. In einer Zeit, wo sonst ziemlich viel Einbußen zu erleben war. Das war es noch, die Corona-Krise. Explodiert sind. Aber zum Beispiel nur ein schönes kleines Beispiel. So eine Operation anzusetzen, um der Gerechtigkeit willen eine Übergewinnsteuer. Ja, sie scheitert bisher an zwei Parteien. Eine davon ist in der Regierung, was die Sache schwierig macht. Was wieder voraussetzt, es müsste demokratischer Druck entstehen, damit Parteien sagen, das ist doch wohl sinnvoll, es entspricht der Mehrheit der Bevölkerung, dem mehrheitlichen Willen der Bevölkerung. Also, ich wünsche mir auch, dass es schneller geht. Was man national machen kann, ist ja auch nur begrenzt. Jetzt ist uns dazwischen gekommen, der Ukraine-Krieg, dieser verbrecherische Krieg von Putin, Russland, mit seinen Folgen, die plötzlich viel von den Kräften, die wir für die ökologische Transformation brauchen, aufbraucht. Plötzlich, das ist doch eigentlich der reine Wahnsinn, müssen wir wieder Braunkohle länger verheizen. Plötzlich müssen Atomkraftwerke länger laufen. All Dinge, die im Grunde entschieden waren. Da gab es für beide Dinge, Beendigung des Kohlebergbaus und der Kohlenutzung und der Atomenergie, gab es gesellschaftliche Mehrheiten. Und jetzt sind wir in einer Situation, um überhaupt die Energiebasis unserer Wirtschaft und unseres Lebens, es geht ja nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch, dass wir heizen können, um deswegen müssen wir plötzlich einen solchen Rückschritt machen. Wem will ich das vorwerfen? Schwerlich der deutschen Regierung, sondern kann man jetzt Putin Russland vorwerfen. Aber man kann es ja dem nicht ausmalen. Trotzdem sage ich, wäre es gut, wenn es jetzt gelänge, angesichts der Zwänge Energie einzusparen, weil sie so teuer geworden ist und weil wir Abhängigkeiten verringern wollen, dass man diesen Zwang nutzt, tatsächlich nochmal neuer ökologisch umzusteuern, also hin auf mehr regenerative Energie. Und schon bin ich wieder bei den Bürgern.
Sie kennen doch das Theater. In Berlin ist es kein Problem. Stichwort Windkrafträder. Der Widerstand in kleinen Städten, in Dörfern, und nicht bei uns. Da könnten ja Schwingungen, alles widerlegt wissenschaftlich, aber die Leute sind dagegen. Es gibt Lärm, nicht bei uns, es verschandelt die Landschaft etc. Also ist man wieder dabei, in mühseliger demokratischer Überzeugungsarbeit dafür Mehrheiten zu gewinnen, damit man das durchsetzen kann. Schnell ging es nur, wenn man per Befehl und mit Gewalt regieren könnte. Aber das wäre die Diktatur. Ich erinnere mich an einen berühmten, wir sind ja unter lauter Ossis hier, einen berühmten kommunistischen Theoretiker, Wolfgang Harich, der mal lange im Gefängnis gesessen hat, weil er Dissident war, kommunistischer Dissident, und später ein Buch geschrieben hat, viel früher als andere, die Vision einer Ökodiktatur, weil er meinte, das sei nicht anders zu bewältigen als mit einer anderen Art von Diktatur. Ich habe das damals gelesen und dachte, es ist eine gespenstische Vision, aber sie taucht wieder auf. Schauen wir nochmal auf eine andere Herausforderung der Demokratie. Ich will das mal unter dem Stichwort Renationalisierung fassen. Denke dabei zum einen an das, was in der Europäischen Union passiert, mit Ländern wie Polen, wie Ungarn, vielleicht jetzt auch Italien, die verkürzt formuliert der Meinung sind, dass ihre Interessen in der EU nicht genug berücksichtigt werden und sie sie vehementer alleine vertreten müssen, die der Meinung sind, dass sie alleine vielleicht doch ein bisschen besser klarkommen als im Geleitzug der EU. Und auch bei uns im eigenen Land sind diese Stimmen ja ziemlich laut. Ist das ein Gefahrenherd für die Demokratie oder ist das eine Zwischenphase der Rückbesinnung? Das ist auch etwas schwieriger, als die Frage vermuten lässt. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir das Phänomen Nation einfach beiseite schieben können. Es ist eine Realität, die noch länger anhalten wird. Das Wörtchen noch kann man sogar weglassen. Europa besteht aus Nationen. Und dass das in Osteuropa nach der Überwindung des Kommunismus noch stärker emotional sichtbar geworden ist, kann man nachvollziehen. Das ist das eine. Also Nation als ein kulturell-politisches Phänomen ist nicht erledigt. Kommt zweitens hinzu, es ist auch politisch-demokratisch nicht erledigt. Denn bisher gibt es nicht so etwas wie eine europäische Demokratie und einen europäischen Sozialstaat. Unsere Demokratien, unsere Sozialstaaten und diese beiden Phänomene sind national strukturiert. Das hat mit Geschichte zu tun, die wir nicht überspringen können. Hat auch damit zu tun, dass das immer noch der größere wahrnehmbare Verbund ist. Wir reden die gemeinsame Sprache, wir haben gemeinsame geschichtliche Erinnerungen. Wir können auch ungefähr gemeinsame Interessen definieren. Und es ist auch leichter, sozusagen die Nation als eine Solidargemeinschaft zu organisieren. Das muss man erstens wissen, das kann man nicht so ohne weiteres überspringen. Aber jetzt kommt die andere Realität hinzu. Wir wissen zugleich auch, dass die ganz großen Probleme nicht mehr nationalstaatlich zu lösen sind. Also die ökologische Transformation ist nicht nationalstaatlich allein zu lösen. Die Sicherheit unserer Länder ist auch nicht mehr nationalstaatlich. Dazu brauchen wir, wenn nicht Europa, doch wenigstens die NATO. Auch das ist eine ganz nüchterne Einsicht. Nichts hat neulich gesagt, Macron hat vor 2 Jahren die NATO für hirntot erklärt, Putin hat sie wieder auferweckt. Ja, plötzlich begreifen wir, dass für unsere Sicherheit wir selber Verantwortung haben, aber wir können sie nicht alleine tragen, wir brauchen die anderen zusammen. Also es ist eine eigentümliche Widerspruchssituation. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass Polen, Ungarn und Italien, jedenfalls die jetzigen Regierungen, aus der Europäischen Union raus wollen. Sie wollen nur ihre nationalen Interessen dort energischer vertreten. Und sozusagen auch aus innenpolitischen Gründen. Und ein emotionales Vehikel dafür ist natürlich immer auch ein latent antideutscher Affekt. Weil, das muss man wissen, die deutsche Wirtschaft so furchtbar stark ist und in der Wahrnehmung der anderen Deutschland sozusagen so dominant ist. Und das löst Abwehrreflexe aus. Obwohl man andererseits
auch wissen muss, das ist auch wiederum etwas widersprüchlicher. Wir sollen ja auch führen. Man war ein bisschen erschrocken, also ein früherer polnischer Außenminister vor 5-6 Jahren, Sikorski, nicht der jetzigen Regierung, sondern früher hat gesagt, wir haben nicht Angst vor deutscher Führerschaft, wir haben Angst davor, dass Deutschland sich drückt. Dass Deutschland sich drückt. Und das hat mich damals richtig erschrocken und jedenfalls verwundert, dass ein polnischer Außenminister sagt, die ja allen Grund haben, nach der Geschichte mit uns eher immer besorgt nach Deutschland zu schauen. Aber jetzt spielt das natürlich eine Rolle, jetzt kann man immer noch mit Erinnerung an das eigene Leiden und antideutschen Gefühlen immer noch Innenpolitik machen. Also selbst Orban und selbst Kaczynski und selbst, wie heißt die neue italienische Ministerpräsidentin, die wissen, ohne die EU geht es nicht. Ohne die geht es. Aber das, so wie es innerhalb des eigenen Staates Verteilungskonflikte gibt, gibt es sie erst recht in Europa. Die Verteilungskonflikte um das immer zu knappe Geld. Wenn ich jetzt mal diese drei Problemherde, die wir berührt haben, die ja alle groß sind, zusammennehme, Renationalisierung in Europa, Klimakrise, ich lege noch die soziale Gerechtigkeit dazu, das sind extrem komplexe Fragestellungen und wir oder die Demokratie stellt die Anforderung an einen gemeinen demokratischen Bürger, in all diesen Fragen halbwegs kompetent zu sein, sich eine Meinung zu bilden, danach eine politische Wahl zu treffen. Davon hängt ja auch ab, wie angemessen, wie adäquat, wie komplex das in den Parteien diskutiert wird und die dann entscheiden. Ist das nicht eine Überforderung? Kann ich nur sagen, natürlich ist Demokratie eine einigermaßen anstrengende Angelegenheit. Denn gegen das Missverständnis von Demokratie meint sie ja nicht einfach Volksherrschaft. Meint sie ja nicht, dass mein Wille erfüllt wird, dass sie alle meine Wünsche befriedigt. Sondern sie ist ein Regelwerk und ein Institutionengefüge, sehr nüchtern betrachtet, in dem ich meine Interessen vertreten und meine Meinung artikulieren und mit anderen durchzusetzen versuchen kann. Aber das kann mir keiner abnehmen. Wenn man es nicht macht, machen es andere. Dann kann man sich beschweren. Also insofern ist sie anstrengend und setzt immer auch voraus so etwas wie eine demokratische Hohlschuld. Die Politiker haben eine Bringeschuld. Sie sollen erklären, was sie tun. Sie sollen erklären, welche Vorschläge sie machen, welche Entscheidungen sie warum treffen. Ziemlich mühselig. Weil sie nämlich mühselig auch, weil sie dazu auf die Medien angewiesen sind. Und das ist ein Sonderproblem. Die sind auch mühselig. Naja, können wir noch drüber reden. So. Und die Bürger haben eine Hohlschuld, denn von ihnen wird erwartet, dass sie sich für die Informationen interessieren, für das, was Politiker vorschlagen. Und sie nicht denken, das wird einem sozusagen auf dem Silbertablett des leichten Konsums dargeboten, der Unterhaltung. Politik ist keine Talkshow, obwohl es immer so wirkt, aber man muss wissen, in den Talkshows, von denen wir uns kaum noch retten können, ist Politik Gegenstand der Unterhaltung. Die wirkliche Politik ist etwas mühseliger und schweißtreibender und enttäuschungsbehafteter und so weiter und so weiter. Das gehört alles dazu. Also insofern ist die Demokratie auch eine anspruchsvolle politische Einrichtung. In einer Diktatur wird einem befohlen, man muss sich eigentlich nichts um nichts kümmern, es sei denn, man ist damit nicht zufrieden und nicht einverstanden. Da fängt es dann an, dass man kämpferisch werden muss. Wir haben jetzt über die großen politischen Themen geredet. Es gibt so eine Reihe von Themen, die schon ziemlich wichtig sind, aber selten so weit auf der Agenda nach vorne geraten, dass sie Wahlen entscheiden. Nehmen wir mal Gesundheitspolitik. Ja. Betrifft alle, spielt eine ziemlich große Rolle, ist ziemlich kompliziert, weil es eine nationale, eine regionale, eine lokale Ebene gibt, entscheidet keine Wahlen.
Hätten wir es leichter, wenn wir, wie zum Beispiel in der Schweiz, mit Volksentscheiden dann auch mal eine Entscheidung für ein solches Politikfeld fällen könnten, statt alles bei den Parteien abzuladen, wo dann im Hintergrund, man weiß nicht genau, wie Entscheidungen fallen? Ich weiß nicht, ob man es leichter hätte. Die idyllische Schweiz ist ja nicht so idyllisch. Erstens müssen die Bürger sich dann beteiligen an den Entscheidungen. Und soweit ich weiß, vor einem entsprechenden Bürgerentscheid müssen die, die sich mitentscheiden wollen, alle möglichen Informationen zur Kenntnis nehmen, damit sie sich entscheiden können. Also ist wieder Beteiligungsengagement verlangt. Dann tut es genauso weh. Dann erlebt man, dass ein Volksentscheid anders ausgegangen ist, als man selber wollte. Man erlebt also auch die Niederlagen, die man in einer Parteiendemokratie erlebt. Dass die im Parlament etwas anders entscheiden, als ich will. Das kann man auch bei Volksentscheiden nehmen. Und Volksentscheiden sind übrigens auch nicht weniger gefährdet durch Beeinflussung von Medien, von starken Kräften. Da ist die repräsentative Demokratie sogar viel stärkere Schutzmechanismen. Weil im Bundestag, im Parlament müssen unterschiedliche Meinungen und Interessen zur Sprache kommen und austariert werden. Entweder zu Kompromissen geführt werden oder zu Mehrheitsentscheidungen, sodass die Minderheit auch immer zu Wort kommt. Minderheitenrechte sind in einer parlamentarischen, repräsentativen Demokratie besonders wichtig. Bei Volksentscheidungen fallen sie hintenunter. Und der Blick auf die Schweiz zeigt auch, dass dort nicht nur sympathische Entscheidungen in Volksentscheiden getroffen werden. Also ich glaube nicht, dass das dadurch leichter wird. Allerdings füge ich hinzu, ich kann mir gut vorstellen, dass auch unsere parlamentarische repräsentative Demokratie bereichert wird durch mehr Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung zwischen den Wahlen. Nach klaren Regeln, die auch solche Dinge vor Missbrauch schützen. Nicht, dass das in unserem Grundgesetz so bisher nicht vorgesehen wird, hat ja mit bestimmten, vielleicht einseitigen Erinnerungen an die Weimarer Republik zu tun. Dass man sagt, wir wollen unsere Demokratie vor allzu großen Stimmungsschwankungen schützen. Sie haben es schon angedeutet, Olaf Scholz sprach von einer Zeitenwende nach dem Ausbruch nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Und Sie haben es angedeutet, dass zu den Annehmlichkeiten der Entwicklung der Bundesrepublik gehörte, dass die Amerikaner für die Sicherheit gesorgt haben. Das ist nun vorbei. Das ist eine große finanzielle Bürde, die zunächst mal mit dieser Zeitenwende verbunden ist, die 100 Milliarden Sondervermögen. Aber Verteidigungsbereitschaft ist auch eine andere Herausforderung, noch eine mentale Herausforderung, nicht nur eine finanzielle Herausforderung. Haben Sie empfunden, wie viele Kommentatoren geschrieben haben, dass wir zurückgeworfen sind in ein sicherheitspolitisches Denken von vor 20, 30 Jahren, wieder in eine Konfrontation von Blöcken in Europa? Man muss ja befürchten, dass das Ende dieses Krieges auf jeden Fall eine Mauer sein wird, wo auch immer sie gezogen wird und woraus sie dann gemauert sein wird. Ist das die eigentliche Zeitenwende? Naja, ich finde ja, die Zeitenwende bezieht sich nicht nur auf sicherheitspolitische Fragen. Ich habe das ja vorhin zu beschreiben versucht, was an dramatischen Veränderungen passiert und die Grundlagen unserer Demokratie betrifft. Das, was so die Lebensgrundlagen. Das, finde ich, ist viel weitreichender. Und davon ist diese sicherheitspolitische Herausforderung nur ein Teil. Aber sonst sage ich, ich weiß das nicht. Ich halte nicht für ausgeschlossen, dass es alt-neue Blockbildung wieder gibt. Denn das, was passiert ist, was Putin veranstaltet, ist ja eine Zerstörung der europäischen Friedensordnung. Man muss ja wissen, es gab die Pariser Verträge, es gab ein ganzes Vertragswerk, das Folge war einer langen Phase von Entspannungspolitik, Ostpolitik, Helsinki-Konferenz, dann 1990 die Vereinbarungen gewissermaßen gewaltfrei mit umzugehen. Wir konnten als Europäer hoffen und glauben, dass wir, nachdem wir immer der Kontinent der Kriege waren, nun dauerhaft ein Kontinent des Friedens sein könnte. Das hat Putin zerstört. Und zerstört auch eine der Grundüberzeugungen der Entspannungspolitik, die nämlich hieß, wir können Sicherheit nur miteinander haben und nicht gegeneinander.
das Prinzip der gemeinsamen Sicherheit, so ein Grundpfeiler der Ost-Westentspannungspolitik. Und jetzt begreifen wir plötzlich, ja, wir müssen Sicherheit gegen Russland. Ja, das ist ein ganz schmerzliche Einsicht, die tut weh. Und wie man damit umgeht und wie radikal man das durchzieht, das weiß ich auch noch nicht. Ich sage nur dann ganz nüchtern, so schmerzlich und notwendig diese Einsicht ist, so wichtig bleibt eine andere. Wie auch immer der Krieg ausgeht und was immer auch mit Putin sein wird, Russland bleibt ein besonders wichtiger europäischer Nachbar, ein besonders wichtiger Teil Europas. Die Geografie ist nicht zu ändern. Das bleibt so. Und um eines künftigen Friedensordnung willen, müssen wir Europäer und wir Deutschen auch ein Interesse an der Zukunft Russlands haben. Also meine These ist ja, die habe ich neulich in einem Interview etwas verkürzt darzustellen versucht, dass einer der Gründe für die Aggression Putin-Russlands der dramatische Modernitätsrückstand Russlands ist. Ich will das mal mit einem kleinen Anlauf erläutern, damit Sie verstehen, was ich meine. In den 60er Jahren, lange her, hat Karl Friedrich von Weizsäcker, der berühmte Physiker und Friedensforscher, eine These vertreten, die mich damals richtig verblüfft hat, so verblüfft, dass ich mir dauerhaft gemerkt habe. Der hat in der zweiten Hälfte der 60er Jahre gesagt, das Gefährliche der gegenwärtigen Weltsituation besteht darin, dass eine der beiden Weltmächte nur militärisch stark ist und in allen anderen Hinsichten, wirtschaftlich, technologisch, wissenschaftlich, Zivilgesellschaft, schwach ist. Das leuchtete mir damals halbwegs ein und jetzt scheint es mir vollkommen zuzutreffen. Denn was ist das Phänomen Putin? Der war unfähig und unwillig aus dem unerhörten Reichtum dieses riesigen Landes, aus dem immensen Geld, das er durch Gas und Öl gewonnen hat, daraus Modernisierung in Russland einzuleiten. Sondern hat das Geld gesteckt in den Militärapparat, in seinen Herrschaftsapparat, etc., etc. Das gehört dazu. Diese Art von Modernitätsrückstand führt auch dazu, dass sozusagen, man kann das in Zahlen auch nachlesen, es gibt so Innovationstabellen, dann sieht man, dass die Innovationskraft Russlands deutlich niedriger ist als in den meisten, in fast allen westlichen Ländern. Und solch ein Rückstand, dann noch erfahren mit Demütigungs- und Zurücksetzungsinterpretationen, führen zu einer besonderen Art von Aggressivität. Der lange Anlauf führt, wie auch immer, ob man das für richtig oder falsch hält, führt mich jedenfalls zu der Überlegung, dass wir dann ein Interesse haben müssen, sozusagen an etwas, was man Modernisierungspartnerschaft nennen könnte, mit Russland in Zukunft. Ob das gelingen wird, mit welchem Russland, nach Putin, das weiß ich nicht. Aber dass wir ein Interesse daran haben müssen, dass Russland nicht nur einfach Sieger eines Krieges, das Interesse können wir auf keinen Fall haben, aber nicht nur einfach Verlierer ist, sondern dass es befähigt wird, trotz dieser furchtbaren Erfahrungen, die wir gegenwärtig mit Russland machen, fähig wird zu europäischer Nachbarschaft. Das, glaube ich, muss man wieder alle gegenwärtigen Emotionen denken können und vielleicht auch aussprechen können. Das kann man auch hier. Hat mein Mikro mich verlassen? Ich fürchte, ich habe es aus Versehen ausgedrückt. Jetzt müsste es wieder da sein. Ja, genau, pardon. Da ist man vom Fach, ganz toll. Es gibt ja gar nicht so wenige Stimmen in Deutschland, interessanterweise sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, die der Meinung sind, dass der Westen Russland auch in einer Weise in die Isolation getrieben hat, dass er sozusagen eine Mitverantwortung trägt dafür, dass Russland jetzt aus der Ecke, in die es geraten ist, mit Aggression ausbricht, dass man die Sicherheitsinteressen Russlands nicht genug berücksichtigt hat, dass, ja, das wird dann immer schnell den Amerikanern zugerechnet, dass man sozusagen den westlichen
wirtschaftlichen Block ausgedehnt hat bis unmittelbar vor die Haustür Russlands. Halten Sie im Rückblick die Russlandpolitik Europas und Deutschlands für falsch? Nein, man wird über diesen oder jenen Fehler reden können, das weiß ich nicht. Aber ich will nur an zwei Dinge erinnern, die jedenfalls diese einfachen Urteile dieser Art, die Sie gerade zitiert haben. Wollen Sie mal mein Mikro nehmen? Erschweren, ich muss näher ran. Die das einfache Urteil erschweren. Erstens, soweit ich mich erinnern kann, hat kein westliches Land irgendein europäisches Nachbarland mit Krieg überzogen. Russland hat Georgien, hat die Ukraine überfallen, ist dort einmarschiert, etc. Also man muss sagen, Aggressivitäten sind in den letzten Jahrzehnten von Russland ausgegangen. Ich kenne jedenfalls kein westliches Beispiel. Und die Jugoslawien ist ein ganz anderer Komplex nochmal. Ist ein anderer Komplex von Bürgerkriegssituationen. Ja. Muss man auch immer wissen. Und da kann man darüber reden, ob der Serbienkrieg angemessen ist, jedenfalls durch die Vereinten Nationen nicht gedeckt werden. Das kann man als einen der westlichen Fehler ansehen. Ohne Zweifel. Aber bezogen auf Russland nicht. Aber das Zweite viel wichtigere ist, wer so redet, übersieht schlicht unsere mittelosteuropäischen Nachbarn und deren Wunsch nach Freiheit, Demokratie, Sicherheit. Hätten wir zustimmen sollen, dass es so etwas gibt wie eine Sicherheitszone oder Pufferzone oder Einflusszone Russlands, also im Grunde die alte Sowjetunion, oder sollten wir, waren wir nicht schlicht verpflichtet, politisch wie moralisch verpflichtet, den Wunsch Polens, Tschechiens, der baltischen Länder etc. Nach Teil der Europäischen Union zu werden, Teil des westlichen Bündnisses, der westlichen Sicherheit, waren wir nicht verpflichtet, das zu tun. Zumal, wie gesagt, von der NATO keine Aggression gegenüber Russland ausgegangen sind. Es gab Verträge. Man muss doch wissen, dass das Minsker Abkommen, ziemlich mühselig, der Versuch war, einen Konflikt einzufrieren. Es ist misslungen, es ist von beiden Seiten nicht sonderlich eingehalten worden. Ja, insofern war es kein gelungenes Abkommen, aber es war ein Versuch, genau sozusagen einen weiteren Aggressionsschritt Russlands zu verhindern. Die hatten ja schon die Aggression begangen, nämlich die Krim schon besetzt und übernommen, sich angeeignet, gegen alle Völkerrechtsprinzipien. Also ich glaube, diese Art von Schuldzuweisungen dienen immer sozusagen der Entschuldigung der putinschen Aggressionspolitik. Mein letzter Themenkomplex, bevor wir gerne das Gespräch öffnen wollen für Sie alle. Wir sind hier auf Einladung des Kirchenkreises. Sie sind engagierter Katholik oder zumindest einer, der das nicht verschweigt und es in irgendeiner Weise lebt. Ist das für eine Demokratie wichtig, dass es Menschen mit religiöser Erziehung gibt, dass es Religion gibt, oder spielt das keine Rolle? Also der freiheitliche, säkulare Staat bleibt auf Menschen angewiesen sind, die aus starken Motiven sich an den Angelegenheiten dieses demokratischen Staates, dieser Demokratie beteiligen. Der säkulare Staat schreibt nicht vor, welche Motivation das ist, aber er muss ein Interesse daran haben, dass es Menschen gibt. Also der säkulare Staat ist nicht säkular dadurch, dass er Religion und weltanschauliche Vielfalt unterbindet, sondern dass er sie zulässt und die Menschen einlädt, aus ihren Überzeugungen heraus am gemeinsamen Wesen mitzuarbeiten. Das ist das Prinzip der weltanschaulichen Neutralität nach unserem Grundgesetz, die ausdrücklich nicht heißt, dass Religionslosigkeit der bessere Teil der Religionsfreiheit wäre, sondern dass der Staat einlädt, dass Leute aus ihren unterschiedlichen eben auch
religiösen Motivation sich daran beteiligen. Es gibt ja, an dieser Stelle zitiert man den, immer wieder den berühmten Satz eines ehemaligen Verfassungsrichters, Ernst Wolfgang Böckenförde, der einmal gesagt hat, der freiheitliche säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er nicht selbst garantieren kann. Er lebt nämlich von den Voraussetzungen, dass es so etwas gibt wie ein gemeinsames Fundament ethischer, kultureller, religiös-weltanschaulicher Art, das Menschen miteinander verbindet, das Menschen motiviert zum Handeln. Und deswegen glaube ich, dass Menschen, die Christen sind, ein starkes Motiv haben, wenn sie denn Christen sind und für sie das wichtigste Gebot gilt, nämlich der Nächstenliebe, und dass das nicht nur etwas Privates ist, sondern dass das auch in Politik übersetzt werden kann und soll, damit es überhaupt gelebt werden kann. Also dass die insofern wichtig sind. Und deswegen glaube ich, dass bei aller Neutralität des Staates und angesichts der Pluralität unserer Gesellschaft es wichtig bleibt, dass es Menschen gibt, die aus ihren religiösen Überzeugungen heraus am gemeinsamen mitwirken. Und zwar ohne Arroganz. Die Kirchen, die Christen haben nicht ein gesondertes Wissen darüber, wie man die ökologische Katastrophe verhindert oder wie man die digitale Transformation bewältigt oder wie man die Flüchtlinge integriert, sondern da sind sie als Bürger beteiligt, als Staatsbürger mit ihrem jeweils Fachwissen, was sie haben. Aber vielleicht könnten sie eine besonders starke Motivation haben. Vielleicht könnten sie eine stärkere Hoffnung haben gegen alle Verzweiflungen, die der gegenwärtige Weltzustand ja auch erzeugen kann. Man muss sich ja gelegentlich selber daran erinnern, dass es trotz allem Anlass für eine grundsätzliche Hoffnung gibt. Jedenfalls glaube ich schon, dass man als Christ das als einen Teil des eigenen Glaubens empfindet. Wir haben euch nicht gegeben einen Geist der Verzagtheit und der Kleinmut und der Angst, sondern... Vielen Dank.